willkommen zu einer weiteren Folge vom RP-Projekt Real Farming LS19 Meets Reality. Hallo Varuna. Und der Herr Raysex ist auch schon da. Herr Raysex, also ich muss Ihnen jetzt mal was sagen. Ja? Es nervt mich, aber so gewaltig. Was denn? Also wir können uns ja auch weiterhin immer nur duzen, siezen und siezen und siezen, aber irgendwie fände ich es ja cooler, wenn wir per Du wären. Okay. Ich meine, Sie nennen stellen mich mir... Jürgen. Sie sind der Jürgen, okay. Ich bin der Volker. Okay. Super. Und Herr, grüß hier, Gott. Herr Knoll ist auch schon wieder oben, da. Ich stecke mal oben was in die Brusttasche. Jürgen. Ja, vielen Dank. Danke. Ja. Bitte. Unser Arbeiter. Was macht der? Welche? Was macht der gerade? Der Martin. Herr Knoll. Kurz, der macht darf ich kurz dazwischen, gerade. Bitte? Ja, klar. Ja. Herr Knoll, ich fahr hoch, hol ihr den Traktor. Ah, perfekt. Dankeschön. Der soll auch hierher? Ja. Gut, dann bis später. Tschüss. Ah, bis später. So, gut. Also super, dass der Jürgen mir hier das Auto gebracht hat. Dann kann ich hier gleich wieder davon dampfen. Das erste Mal Spritztour machen mit unserem kleinen Schätzchen hier. Vorsichtig fahren, ja. Ich will keinen Unfall riskieren. So. Oh, ich habe es keiner gesehen. Ja, keiner da. Gut. Also, Jürgen hat uns nochmal 2000 gegeben. Jetzt kriegen wir vom Tobias gleich nochmal Geld, wenn wir den Traktor, den Fendt runterfahren mit der Mulcher. Dann haben wir schon 10.000 Öcken verdient. Das ist ja richtig schön. Das läuft bei uns. So. Und eine gute Tat hier, den Tobias haben wir ja auch schon, den Herrn Knoll haben wir ja auch schon vom Anhänger gerettet. Der hat das Gaspedal geklemmt beim neuen Fendt. Ich hoffe mal, dass es bei mir gleich nicht passiert. Ich fahr mal. Ich bin gerade hier. Hallo, Herr Neumann. Hallo, Herr Ona. Sie hatten gerade irgendwie... Alles in Ordnung bei Ihnen? Sie laufen hier so allein durch die Straße, an der Straße. Ja, also. Ich laufe zu meinem Hof. Also Sie sind LUler, oder? Genau, da ich bin der LU-Chef. Da hatte ich gerade einen Bagger hingebracht. Hey, Sie rüsten ordentlich auf, habe ich gehört. Genau. Aber darf ich Ihnen einen Tipp geben? Ja. Laufen Sie auf der richtigen Straßenseite, werden Sie besser gesehen. Oh, ja. Ja. Gut, ich mach dann mal weiter. Tschüss. Tschüss. Klingelt Ihr Telefon? Nee, das ist... Ja, doch, das ist meiner. Okay, tschüss. Tschüss. So. Und dann fahre ich mal weiter hier. Nicht, dass der Herr Neumann da noch umgefahren wird. So, wenn ich jetzt den Dinger noch runterbringe, dann haben wir schon 10.000 verdient. Da müssen wir gerade mal überlegen, ob wir da. Was wir da noch anstellen können mit dem ganzen Geld. Da könnten wir uns vielleicht schon bald einen Traktor kaufen. So, ich stelle ihn mal hier auf die Seite. Da dazwischen. Sieht gar nicht gut aus, oder? So.
Gut, gucken wir mal gerade. Ha, perfekt eingepackt, muss ich echt sagen. Gut, Motor habe ich ausgemacht, dann Schlüssel hierfür haben wir auch. Okay, die Hydraulik funktioniert. Ui, was geht denn hier los? Dann mache ich mich mal auf den Weg. Ich habe auch hier. Was ist denn das hier? Warte mal, ich muss mal gerade gucken, was das hier ist. Ein Fendt 939. Interessante. Krasse Sache. Heftige Kiste. Der geht ab wie Schmitz Katze. Besser wie mein Dodge fast. Hat ordentlich Drehmoment. So. Dann fahre ich den mal runter. Dann bin ich mal gespannt, ob wir noch einen Auftrag haben. Also der Bauhofleiter, der Herr Racex, hat ja gemeint, der Jürgen hat ja gemeint, er will uns noch ein paar mehr Aufträge geben. So. Hallo? Ja, hallo? Herr Varuna, hier spricht der Herr Knoll. Hallo, Herr Knoll, ich bin auf dem Weg. Ja. Ich hätte sofort eine nächste Arbeit für Sie. Uiuiui. Es ist wenn ja. Sie natürlich wollen. Wenn Sie ja, aber wollen. Natürlich, Geld, Herr Kollege. Und zwar geht es sich um einen Wald abholzen. Oh. Ich habe aber leider noch keine Kettensäge. Aber Sie kriegen keine Kettensäge, Sie kriegen etwas Größeres. Oh. Mhm. Was denn? Es gibt einen sogenannten Harvester. Ich weiß nicht, ob Sie sowas schon mal gesehen haben. Ja, gesehen schon, aber so wirklich gefahren bin ich damit noch nicht. Ist nicht schwierig. Geben Sie mir da eine Einweisung? Natürlich. Oh, ei, ups. Ja, okay. Dann machen wir das doch so. Dann geben Sie mir eine Einweisung. Ich überweise Ihnen gleich mal das Geld für die Arbeit, die Sie jetzt verrichtet haben. Ich bin gerade da. Wo soll ich denn das gute Stück hinstellen? Ich stelle es mal neben den Fendt. Ja, genau. Gleich. Ist angekommen? Jo, vielen Dank. Perfekt. Und zwar müssen wir schnell zum Händler fahren. Okay. Dann nehme ich am besten mein Auto. Ich muss schnell mal den Tobias anrufen. Wissen Sie schon, wie Sie rüberkommen? Der ist im Gespräch. Nee, noch nicht. Aber ich würde auch kurz laufen. Okay, perfekt. Gut, bis dann bestelle ich schon mal. Jo, bis gleich. Tschüss. Ciao. So, gut, dann bewege ich mich mal. Guck ich mal, ob ich da durch den Wald schneller bin wie der. Opa. So. Spaziergang tut ja immer gut. So, jetzt haben wir schon 10.000 Euro verdient, ey. Wir haben noch nichts gemacht. Aber ich bin ja happy. Ach, schön hier im Wald. Nichts los, keine Fahrzeuge. Mal richtig schön. Wir müssen ein Waldstück abholzen. Der will mir einen Harvester anvertrauen, ey. Das ist doch schweineteuer, so ein Teil, oder? So, ich glaube, wir können hier durchlaufen. Also, wenn wir hier gucken. Also, normal ist an der Nordseite von einem Baum ist Moos. Und hier, ja, ein bisschen ist da. Hier oder ja, okay. Also wir müssen nämlich nach Norden. So, ich weiß gar nicht, komme ich da oben rum? Nicht, dass ich da noch abstürze. Das war knapp. Gerade nochmal gefangen. Oh, das ist ein Vogel. Wo war der denn? Naja, egal. Okay. Laufen weiter. Muss gucken, dass ich rechtzeitig. Ach, schön, diese Vögel. So. Gucken, dass ich rechtzeitig beim Händler bin. Du. Das ist ein schöner Spaziergang hier durch den Wald.
scheint wieder die Sonne. Sehr schön. Oh, das kommt mir sehr gelegen. Da kann ich gerade mal austreten hier. So. Gut. Weiter geht's. Hans-Peter würde ich eigentlich auch gerne nochmal ins Gespräch gehen. Oh. Die Horschtiger 6 DT. Horsch. Herr Reinhardt. Die kostet ja, noch. Ja. Herr Waruda. Kommen Sie mal auf die Seite bitte kurz. Oder sind Sie im Gespräch? Ich bin hier gerade in der Bestellung. Ach so. Aber ich rufe Sie später an. Ich wollte Sie nur fragen, ob Sie wissen, was mit dem Wender hier passiert ist. Sieht ja schrecklich aus. Deswegen kaufe ich den auch nicht. Ah ja, das würde ich auch nicht machen. Okay, tschüss. Ja, tschüss. So, der Herr Knoll ist auch schon wieder da. Der wollte noch das Ding bestellen, gell? Ich rufe mal kurz den Sepp an. Hallo, Herr Hans. Ich war Sepp. Ach stimmt, Sie haben gesagt, ich soll Sie Sepp nennen. Wir haben uns ja, glaube ich, beim Händler mal getroffen. Na, beim Gosthaus. Stimmt. Ja, da müssen wir nachher auch nochmal hin, gell? Um 13 Uhr soll man da nochmal dort sein. Ja, ich habe es im Anzeiger gelesen. Ich glaube, da werden die Wahlergebnisse bekannt gegeben. Achso, ja. Haben Sie eigentlich so viele Geräte eingekauft, oder? Ja. Weil der ganze Händler steht voll. Ich dachte schon, das gehört Ihnen. Also es kann sich nur ein Landwirt leisten. Na, also meine Geräte sind alle da mal bei mir. Ah, okay. Dann rufe ich mal rum, wer das... Oder ich frage mal den Händler, wem das alles gehört. Okay, gut. Ja. Aber sonst, die Geschäfte laufen bei Ihnen. Ja. Na, jetzt auch schon. Das freut mich. Gut. Vielleicht haben Sie auch mal einen Auftrag für mich. Dann melden Sie sich einfach. Ja, mache. Okay, bis dann, was? Tschüss. Bis dann, auf Wiedersehen. PS, also von daher. Also ich würde Ihnen schon den Größten empfehlen. Das macht schon Sinn. Okay, dann nehmen Sie den Größten. Ja. Ja, haben Sie den bestellt? Ja, hast du bestellt. Einen Moment, guck mal. Nicht, dass ich den jetzt wieder doppelt. Ja, ist bestellt. Okay, Ladewagen. Alter. Fendt oder Sheetmaker hat von den beiden oder. Herr Reinhardt, darf ich dazwischen grätschen? Ja? Nehmen Sie den Fendt. Echt? Ja, der hat nur 3.000 weniger Ladevolumen und kostet 20.000 weniger oder so. Mehr. Der Fendt kostet weniger wie der Schüttmaker, oder? Wird jetzt noch vorgedrängelt, oder wie? Nein. Ich bin nur beraterisch tätig. Ach so, ich verrate, ich dachte, Sie meinen den kleinen Schüttmaker. Wann ist denn hier mal frei? Oh, ich bin wieder weg. Nicht. Ich habe keine Ahnung. Tschüss. Bin ich als Händler geeignet. Herr Hans-Peter. Herr Harry Hofer? Ja. Wo sind Sie denn schon wieder? Beim Arbeiten. Ja, wie können Sie dann beim Händler sein im Wartezimmer? Das verstehe ich nicht. Ja, ich bin auch hier im Eck beim Telefon. Ach so. Okay. Über das hören Sie mich. Ah, okay. Ja, gut, bis dann mal. Tschüss. Ja, bis dann. Tschüss. Hallo, Herr Neumann. Herr Neumann? Hallo, Herr Veruna. Herr Marlon, wegen den Tiertransporter. Wollen wir einen Tiertransporter kaufen? Ja, nein? Herr Veruna? Sie haben ein Telefonat am Ohr. Ich wollte Sie jetzt nicht stören. Machen Sie ruhig fertig. Nee, habe ich nicht.
Doch. Hab ich nicht. Ich höre aber jemanden, der spricht mit ihm. Hallo? Hallo? Da höre ich aber nichts. Der Herr Reinhardt spricht mit ihnen. Der wollte wissen, ob sie einen Tiertransporter haben wollen oder so. Nee, brauchen wir nicht. Okay. Aber jetzt zu Ihnen. Ich wollte Sie gerade anrufen. Ja, ich wollte gerade fragen, ob Sie was zu tun haben, weil hier stehen so viele Geräte rum. Ja, tatsächlich hatten wir das. Ich weiß nicht, ob das... Leumann mal anrufen. Herr Verona, kommen Sie mal mit. Das sollte unser sein und dann können Sie immer Teile mitnehmen. So viel wie geht. Wo sind Sie denn hin? Verstecken Sie sich vor mir? Ah ja. Nee. Okay. Das können Sie machen. Gut, mache ich. Aber da sitzt gerade der Herr Reinhardt. Oh, jetzt. Herr Reinhardt. Warte, ich kläre das mit ihm. Okay, gut, machen wir. Gut. Danke, tschüss. Hey, U, nochmal anrufen. Herr Reinhardt. Herr Reinhardt. Der Cargo Bull. Schmidts Cargo Bull, ne? Die Ballen hinten. Herr Reinhardt. Ja. Kommen Sie mal raus da. Ja, was ist? Ihr Chef hat gerade gesagt, ich soll den MB-Truck fahren. Ach, ich will den aber fahren. Ja. okay. Scheiße. Wie machen wir das jetzt? Ich, Herr Saufert? Ja, hier. Können Sie mal bitte einen Fendt hochbringen, weil wir haben hier jetzt Ende Gelände. Okay, gut, dann fahre ich nachher den MB-Truck runter, okay? Nehmen Sie den MB-Truck bitte fahren Sie bitte die Einzelkorn-Seetechnik zum LU. Also, okay. Oder Sie dürfen arbeiten, also arbeitserlaubnistechnisch. Ja, natürlich. Und Traktorführerschein für einen schönen alten MB-Truck. Ja, natürlich habe ich den L. Ja. Und mit dem MB-Truck. Ist heutzutage nicht so natürlich. Okay. Herr Saufen. Dann bis später. Ja, okay, machen Sie das. Bis beim LU. So, liebe Freunde, das war's von der heutigen Folge. Real Farming. LS19 meets RP meets Reality. So, nächster Auftrag schon am Start. Heftig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und bis morgen. Ciao.